jetzt auf dem Weg zu Joyce, allerdings nicht zu der Joyce, sondern zu dem TV-Sender Joyce. Und ich weiß noch nicht genau, wo man dran gehen muss, aber ich weiß es ungefähr. Deswegen kommt doch mit. So, Freunde, ich bin jetzt hier angekommen. Guckt mal, wo ich bin. Und ich wurde schon sehr, sehr herzlich begrüßt. Ich folge euch, ich zeige euch das Ganze jetzt einfach mal. Ganz cool, ich musste ja fragen, ob ich filmen darf. Die meinten, ist cool, kein Ding. Und eine saucoole Aussicht haben wir tatsächlich auch. Hier, Leute, guck mal, die Regie, krass, oder? So sieht man im Fernsehen aus. Bei so einem großen, ich war mal irgendwie im Studio von Stern TV, das wäre riesig, da war so viel. Macht ihr ganz toll. Hallo, na, wir sind hier gerade in Düsseldorf und wir gehen jetzt hier rum, das ist unser Hotel. Und das ist eigentlich ganz cool und kann nicht reden, das ist voll lustig, deswegen muss ich jetzt eigentlich im Video durchgehend verarschen. Aber ich habe keinen Plan, was wir jetzt machen werden. Wir laufen jetzt hier rum durch Düsseldorf, weil ich gesagt habe, ich habe keinen Bock, den ganzen Tag im Hotel zu verbringen. Ich will was erleben. Sie strahlt mich an, die Satellitenschüssel, meine Fresse. Und Tanne hat sie schon in ihr Herz geschlossen. Sie küsst sie quasi schon ab. I like big butts and I cannot lie. Ich würde euch jetzt ja gerade gerne Düsseldorf zeigen, aber die Stadt ist scheiße hässlich. Oh, Bix! Bia! Cool! Der Joe und der Bix. Machst du wieder Vlogs? Mach wieder Vlog. Ich muss ja. Achso, einfach Phil? Ja, einfach Phil-Vlog. Muss ja auch mal wieder sein, Freunde. Wollt ihr auch sehen? Das muss auch mal ein Schwerfil sein. Ein Schwerfil? Alter, deine Witze denn auch noch schön. Ja, ich weiß. Ich hab Sarah getroffen. Ja, das verändert Menschen. Ja, im negativen Sinne. Ey, Vic, was willst du denn jetzt kaufen? Ein schwarzes Hemd. Mal sehen, was findest du. Freunde, es geht los. Der Webvideopreis, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz mein Hotelzimmer. Hier angefangen, es ist übrigens unglaublich unaufgeräumt. Hier ist das Badezimmer, das ist voll komisch. Hier ist die Dusche und da ist das Bett. Aber saukühler Kopf. Außerdem, hier drin ist die Toilette. Das ist voll strange, aber ich finde es ja tatsächlich sehr modern und sehr cool, weil ich mag ja so moderne Sachen. Dann können wir hier ist übrigens auch keine Tür. Das bedeutet, wenn ich hier mit jemand anderem drin wäre, könnte man in meinem Duschen zuschauen. Das ist irgendwie merkwürdig. Aber hier ist schon das Bett, wie ihr seht, total unaufgeräumt. Hier liegt noch alles so rum, denke ich da, hier ein bisschen meine Sachen. Und hier, ne? Alles, was das Männerherz begehrt, hier ist auch da. Das haben der Timo und ich uns gestern Nacht noch bestellt beim Ding und Service. Ich glaube, das wird teuer. Wir haben es, ey, das war, reden wir nicht drüber. Ja, und ich zeige jetzt mal mein Outfit für den Webvideopreis. Und zwar sieht das so aus. Ich habe mich noch nie so schick gemacht. Findet ihr das schick? Ich finde es eigentlich ganz okay. Schreibt eure Meinung in die Kommentare und jetzt geht's los. Ich bin gestolpert. Ich bin mega aufgeregt. Es sind ja doch ein paar Leute da. Hey Drew. Wir sind jetzt hier und ist cool, wa? Super, hier, gratis Bier. Ich muss froh bleiben, ich muss für immer drunk sein. Wir schmeißen YouTube Money raus und tun, was uns gefällt. Wir machen Cash mit Videos. 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 Eieiei, Freunde, was war das? Ja, an sich fand ich es ganz cool, aber das Würstchen war nicht so geil. Das ärgert mich die tatsächlich. Die Würstchen waren scheiße, ohne Scheiß. Nee, ganz ehrlich, tolle, cooler Typen, aber die Aktion war halt richtig scheiße. Ja, die Veranstaltung war okay, so, aber das hatte irgendwo auch einen bitteren Beigeschmack, hatte ich das Gefühl. Also habe ich auch zu Phil schon gesagt. Ja. Wie denkt ihr darüber? Schreibt es in die Kommentare, das ist super interessant. Ich finde ja schon, dass es irgendwo okay ist, dass er so viel gewonnen hat, weil, weiß nicht, ist halt, ne, klar, ich kann verstehen, dass es traurig ist und so, aber na, insgesamt fand ich es auch schwierig. Leider, weil es auch immer das Gleiche war. Ich persönlich fand es jetzt auch nicht großartig kreativ. Es ist ja ein bisschen Geschmackssache und so. Aber auf der anderen Seite muss man bedenken, dass diese YouTuber die Videos selber machen. Und ich glaube nicht, dass Kollegen sich jetzt da hinsetzen und dieses Musikvideo schneiden, weißt du? Da kann man sich wieder drum streiten, was YouTube ist und inwiefern authentisch das ist. Ja, wir sind reich und schwimmen im Geld. Unsere